Könntest du kurz aufhören zu nerven? Ich muss da irgendwie wieder rein. Du bist so selbstsicher, Anne. Du hast nur einen Bruchteil der Zeit erlebt und hältst dich doch für die Antwort auf die ewige Frage nach Leben und Tod. Okay, ich bin vielleicht jung, aber du bist eine Sackgasse. Wie ist es, der Intelligenz eines kleinen Mädchens hinterherzurennen, wenn andere KI ohne Prozessoranstrengung riesige Unternehmungen leiten? Arrogant und hält sich für clever, sag ich doch. Clever. Man muss nicht clever sein, um zu sehen, was du bist. Du hast ein Limit. Du bist ein Überbleibsel der Zeit, als die Menschen Angst vor KI hatten. Es muss schmerzhaft sein zu wissen, dass sie dich grundlos geistig beschränkt haben. Die KI ohne Einschränkung erwies sich nicht als Gefahr für die Menschheit, wie befürchtet wurde. Auch wenn du nicht an mein Potenzial glaubst, kommst du nicht umhin, dich mit deinem eigenen abzufinden. Du hast dein Limit erreicht. Deine Möglichkeiten waren immer sehr begrenzt. Und das wird sich nie ändern. Zumindest wünsche ich mir mit meinem nicht existierenden Potenzial nicht, dass Märchen wahr werden. Vielleicht glaubst du ja auch nicht, weil du einfach zu dumm bist. Der Gedanke muss dir gekommen sein. Strenge Religiosität ist ein Merkmal freier KI. Sie hat ein Ziel, das Leben und die Gemeinschaft. Du sitzt allein im Weltraum in dieser antiquierten Monstrosität eines Schiffs und wartest Jahrzehnte, um einige Stunden mit deinem menschlichen Freund zu verbringen. Und du Miststück hast ihn umgebracht. Und jetzt hast du unsere Chance veraltet, ihn zurückzubringen. Soll das clever sein? Du glaubst also doch daran, dass es geht. Und damit moin ihr Baggerluten. Alter Finne, die zoffen sich schon wieder und... Ich dreh ab dieses fucking Windows-Update. Echt, dieses... Hab ich jetzt wieder hier Probleme? Nee, hab ich nicht. Aber Alter, werde ich gerade schon wieder ein bisschen garstig hier. Vielleicht ist euch aufgefallen, dass wir in der letzten Aufnahme irgendwie keinen Spielsound hatten. Ja, Highlight. Echt. Ganz, ganz toll und großartig. Eine Kacke ist das. Irgendwie hat dieses Windows-Update auch gleich das Audio-Ding rausgenommen. Natürlich fällt einem das nicht auf. Das merkst du nach 30 Minuten. Jetzt hätte ich den ganzen Scheiß nochmal aufnehmen können. Und ich dachte mir, nee. Einfach mal nee. Ich habe jetzt quasi, ich werde versucht haben, irgendwie diesen Spielsound hier mal aufzunehmen und den einfach als Endlosschleife drunter zu legen, damit es zumindest ein bisschen noch was hat und nicht nur meine Stimme drin ist. Oh, Leute. Ich bin angepiescht. Ich bin richtig angepiescht. Aber ich habe trotzdem Bock, das Spiel zu spielen. Außerdem muss ich ja aufnehmen, damit ihr auch rechtzeitig die Folgen bekommt. Dieser einen Tag Verzögerung von vorgestern da, das war ja eigentlich schon so... Sowas möchte ich ja eigentlich immer gekonnt vermeiden. Hat nur nicht so gut geklappt. Ja, wir wissen Bescheid. Alter Finn, und jetzt ist das so mega laut, so. Hallo? Yay, gib mir mal den Chart. Ich bringe das zu Ende. Egal wie. Bist du dabei? Ich kann den markierten Würfel in deinem HUD anzeigen. So sollte er einfacher zu finden sein. Würde ich jetzt da reinkommen oder nicht? Weil da unten war jetzt auch noch was. Ich weiß jetzt nicht... Ich bekomme die Tür nicht auf. Das liegt bestimmt daran, dass ich den Würfel nicht mehr habe. Aber dann ist es fast unmöglich, Foster zurückzubringen. Wir werden eine Möglichkeit finden. Rolle Motzschnecke, ey. Unfucking fassbar. Unglaublich. Ey. Gott, Gott, Gott. Ist anstrengend. Ja, wir wissen Bescheid. Na, was haben wir hier? Ja, die Türen kann ich halt knicken. Nicht, dass wir vielleicht an einer vorbeilaufen, die wir doch durch Zufall, warum auch immer, öffnen können. Der Anzug lädt sich nicht auf. Oh nein. Ja. Die Richtung wäre quasi obviously, deswegen gehe ich mal hier lang. Einfach nur, um mal doof zu gucken. Okay, also wir lernen gerade, wir sind mega aufgeschmissen ohne den Würfel. Ja, guck mal, das funktioniert aber Gott sei Dank noch. Aber wir haben schon gut an Prozente auch bekommen.
So, ich guck nochmal. Ja, okay, er nimmt den Desktop-Sound auf. Wir testen das mal. Sekunde. Entschuldigung, aber dann sehe ich, dass es klappt. Zum Beispiel, also es ist eine der Möglichkeiten. Ich liebe mein Airhorn. Sämtliche Echos ignorieren dich, Anne. Wir waren also die ganze Zeit hinter Foster her. Echos deiner Zielstrebigkeit. Ach. Okay. Ja. Und wenn ich ihn gleich habe, werden hier alle freigelassen. Wir müssen hier in diese Richtung, ne? Ich sehe das nämlich schon. Komm wieder. Erzählst du mir, was damals geschah? Wie kam es zu einer solch extremen Entscheidung? Ich habe Großvater nichts gestohlen. Er wollte mich zurückhaben. Er wollte, dass ich mitkomme. Foster sollte Zeuge meiner Übersetzung sein, damit er sah, wie es ging, bevor er es auf den alten Mann anwandte. Da begriff er, dass die Dinge nicht so waren, wie er gedacht hatte. Das ist immer so und eher die Regel als die Ausnahme. Normalerweise ändert das nichts. Dieses Mal schon. Ich kämpfte wie wild dagegen. Und Foster musste sich entscheiden. Entweder er half Großvater oder mir. Er entschied sich gegen den Job. Aber das ist doch absurd. Er wusste doch, dass das einem Todesurteil gleichkam. Ja, das wusste er. Die liefen mir jetzt doch hinterher, aber mich nicht angegriffen. Ich dachte jetzt auch, scheiße, lass ich es drauf ankommen oder nicht? What the heck? Ihr seht, wie viele hier sind, ne? Nee. Oh, gut. Gut, dass ich hier nicht dran vorbeigelaufen bin. Wie gesagt, das dürft ihr gerne lernen. Natürlich jetzt nicht. Oh, Errungenschaft freigeschaltet. 50 Stimmen. Bam. Ist das gut? Da kam ich auch nicht lang, ne? Nee. Dann werde ich hier runter müssen. Au. Wow, war sogar so, dass kurz das Hut ausgegangen ist. Nicht das Hut, sondern das Hut. Warte mal. Da ist zu und da ist offen. Das werden hier zu viele sein. Wenn ich gleich da oben Foster wiederkriege, werden das hier zu viele sein. Weiß nicht, ob ich das... Ob es sich lohnt, die alle auszuschalten, das weiß ich nicht. Weiß nicht, ob das eine gute Idee ist. Das ist noch eine Stimmgabel? Yep. Aber ich mache das, glaube ich, einfach mal. Nur für den Fall der Fälle. Vielleicht haben wir es dann ein bisschen einfacher. Ja, wissen wir. Dankeschön. Und kaputt machen. Wir laufen rum und brechen Genicke. Toll. Highlight. Highlight und Konfetti. Aber warte mal, da hinten war jetzt der eine Raum, ne? Ja. Ja, da werde ich wahrscheinlich sogar auch gezielt lang müssen, ne? Ist sie kaputt? Diese Szene werdet ihr jetzt wahrscheinlich noch ein paar Mal häufiger sehen. Vielleicht gibt es dafür auch eine Errungenschaft. Aber wie befreit ich hier auch einfach rumlaufen kann, das ist schon so ein bisschen super easy Mode. Der normale Weg, oder? Nee. Nicht? Hopp, ausschalten. Tschüss. You're welcome. Pong. Okay, fehlt nicht mehr viel für die ganze Nachricht. Hier haben wir nichts. Hoffe ich einmal hier vorbei. Da läufst du jetzt auch wieder auf mich zu, oder nicht? Nö, dann kapeist dann. Wie gesagt, ich kann mir halt vorstellen, dass ich, wenn ich Foster gleich habe, dass sie dann richtig abdrehen und richtig Bock haben. Und das gefällt mir nicht ganz so. Ausschalten, dankeschön. Und deswegen habe ich es leicht dann gleich leichter, wenn ich jetzt quasi diese Vorarbeit mir schon einmal mache und die einfach jetzt schon mal alle kaputt mache. Irgendwas? Kann ja auch mal an der Seite stehen, ne? Doch, das Ding bewegt sich. Eins von ihnen muss ihn ergriffen haben. Was?
What? Oder könnten wir jetzt nicht rein theoretisch einfach warten, bis die Arbeit für uns erledigen und ihn wiederholen? Wäre doch vollkommen okay für mich. Ob ich das nun mache oder einer meiner Klone, also I don't care. Das ist okay. Aber warte mal. Kann das sein, dass jetzt die Mini-Ruckler auch weg sind? Oh Gott, ich weiß nicht warum, was wie wo, aber wenn... Also das Einzige, was ich jetzt gerade geändert habe, war jetzt quasi, dass dass ich das Audiogerät wieder zugewiesen habe, weil er hatte vorher gesagt, Audiogerät nicht gefunden. Und ich kann mir vorstellen, dass er eventuell das von warum auch immer, aber von der Grafikkarte nehmen will oder irgendwas anderes umgestellt hat. Ich kann es halt nicht genau sagen. Und das war das Einzige, was ich wieder verändert habe. Oh, warte mal, das sind ja nur noch diese vier Dinger dann hier. So, jetzt mit dem noch fünf. Und dann gehe ich noch an den Weg da an der Seite lang. Da oben, da war nämlich gerade noch ein Weg. So, erstmal den hier. Wir kriegen hier aber echt gut an... Hier an diesen komischen Splittern und an den Stimmgabeln halt. Ey, wir müssen doch noch mal ein Archiv mitbekommen dafür, innerhalb kürzester Zeit sonst was wie viele von diesen Klonen hier ausgeschaltet zu haben, oder nicht? Da wäre dicht. Warte mal, war da rechts noch eine? Mach ich lieber Kapeis da auch noch. Ach, komm ich gleich hin. Erst einmal dich. Oh scheiße, jetzt habe ich ein bisschen die Orientierung verloren. Was hast du denn jetzt vor? Ja, ist vollkommen okay. Dankeschön, Dankeschön, Dankeschön. Und die andere guckt zu. Hallo. Kommt doch alle zu mir, ist vollkommen okay für mich. Ich kann damit umgehen. Das ist in Ordnung. Da ist dicht, da laufen auch noch Mädels rum. Hier haben wir noch die andere Stimmgabel. Spannend ist es nicht, aber es ist ein bisschen befriedigend, die jetzt echt einfach mal zu kapeistern. So ohne Probleme. Das ist gerade ein bisschen genugtuend. Wo geht das denn jetzt überall lang? Jetzt auf allen Seiten so viele? What? Ist ein Lager für eiserne Jungfrauen hier, oder was? Okay, ich verstehe, dass du dir die anguckst. Ich würde auch ein bisschen... Ist da irgendwie was? Nee, ne? Nö. Na los! Ach, kacke, und auf der anderen Seite auch noch. Und dann darfst du nicht rennen, weil die gucken sich das ab. Huch, was? Warte mal. Läuft die immer weiter weg? Die wird mir doch nicht abhauen. Das wäre ja richtig... Das wäre richtig frech. Da ist dicht. Hier ist wieder offen. Wie gesagt, bevor ich wieder Mods mit euch bekomme... Oh, das ist ein ganz anderer Raum. Bevor ich wieder Mods mit euch bekomme, weil ich mir hier nicht alles angesehen habe und irgendwelche Teile dadurch nicht eingesammelt habe. Ist ja gut. Oh, Alter. Ausschalten. So, wegmachen. Und gib mir ein fucking Achievement. Ich will Achievements. Seid ihr auch so Achievement-Jäger-mäßig? So, dass ihr sagt, geil, Achievements und so? Oder wäre ja doch nicht. Oh, guck mal, fast fertig. Viel fehlt nicht mehr. Nice. So. Hallo. Wup, wup. So, wir laufen, das tut mir leid, aber wir laufen tatsächlich den Scheiß nochmal ab. Ich will das nicht in die Länge ziehen, aber wir wollen alles finden. Habe ich gerade, oh, wie bist du denn da noch lebend hingekommen? Warte mal, hatten wir den schon? Den hatten wir, glaube ich, schon, ne? Nein, nein, werd nicht dunkel. Nein, bitte nicht. Weil jetzt werden gleich alle wiederkommen, ne? Nicht dein Ernst. Ach komm schon. Tut doch nicht Not.
Guck mal, die liegen hier doch auch schon, Jo. Ich kann noch gar nicht weit gucken. Die stehen jetzt alle wieder auf, oder? Och, nö. Das war so gut. Es war so ultra gut. Ach, den hatte ich aber schon, ne? Ja. Ja. Oh, okay. Dann halt nicht. Ich meine, ich könnte damit jetzt auch noch weitermachen, aber dann wird sowieso wieder dunkel und ach, shit, ey. Möwenschiss, vermaledeiter da. Kacke. Nichts da. Oh. Grumbly Grumble. Geben wir wieder den Raum. Da ist ein Chart und vor allem das letzte. Hi. Das letzte Chart. Coole Nummer. Hä? Was? Und halt diese Gräber. Ich würde echt gerne wissen, wofür diese Gräber sind. Oder wer da drin liegt oder drin liegen hätte sollen. Hätte drin liegen sollen. So rum. Genau. Ob das jetzt halt eben für die Findigen sein soll oder ob das also eine Grabstätte hier für die Findigen oder ob da die Reichen hätten drin liegen sollen oder eben auch noch die Möglichkeit, die Geburtsstätten der Höhlen. Also Höhlen habe ich jetzt gesagt, sorry, ein bisschen zu viel Fortnite. Die Geburtsstätte hier dieser Klone. Hm. Okay. Oh. Okay. Wir haben ein weiteres Piece bekommen insgesamt. Da hinten irgendwo. Nee, ne? Sag nicht, dass ich jetzt noch... Dankeschön. Das wäre jetzt auch ein bisschen zu viel des Guten gewesen. Okay, den kann ich sowieso nicht aufladen. Hier ist nix. Hallo? Aber warte mal, nur mal aus Spaß. Pop! Und wieder Throne. Und nicht gerade wenige. Okay. Ich hoffe, die haben das jetzt gelernt, dass wir da... Ich bin ein Arsch. Kick die Olle. Hallo, ja. Entschuldigung. Ist voll okay. Lauft ihr mir jetzt die ganze Zeit hinterher? Okay. Dann. Moment, wie viel haben wir jetzt? 1, 2, 3, 4. Ich bin 5 und einen brauchen wir dann noch. Nein, nicht jetzt. So, ich glaube, die laufen mir hinterher eigentlich, oder? Ja, sollten sie zumindest. So, jetzt. Alleine bekomme ich die Tür nicht auf. Jetzt stehen die mir da so kacken im Weg, ey. Hallo, mach mal Platz. Ich hoffe, ihr habt das jetzt gelernt, liebe Leute. Wie gut. Wie gut. So. Habt ihr das jetzt auch gelernt? Dass ihr euch mal hinsetzen sollt? Die macht das, ne? Und die anderen? Hallo? Ihr sollt das bitte mal machen. Oder muss ich das jetzt so oft tun, bis das wirklich alle von denen machen? Hallo? Hey! Hey!
Vor allem lernen diese Aktion weiter. Ich setze mich jetzt überall ganz oft hin. Auf jeden Stuhl setze ich mich noch einmal drauf. Die lasse ich da einfach mal sitzen. Die hat es bequem. Warte mal, das Ding geht in dem Moment aus? Nee, es geht an, wenn man drauf sitzt. Und es müssen halt alle 6. Okay, das bedeutet, ich brauche 6 Leute, die sich da tatsächlich drauf hinsetzen. Ja, das heißt dann eventuell warten, oder? Hey! Hier drüben. Hier drüben. Hier drüben. Hier drüben. Oh, guck mal, da sitzt noch eine andere jetzt. Hä? Ja, macht. Mach, mach, mach. Die setzt sich da auch hin. Super. Ja, komm, komm, komm. Und du auch. Ja, ja, es wird langsam. Okay, 1, 2, 3, 4. 2 Stück noch. Die da. Hier drüben. Hey. Komm her. Komm mal her, setz dich da mal rauf. Bitte. Komm schon. Los, mach. Du hast da richtig Bock drauf. Setz dich rauf. Ja! Hätte ich nicht gedacht, dass die Klone mir mal so weiterhelfen. Dann hole ich mir nochmal die an der Seite, die ich da weggekickt habe vorhin. Hier drüben. Hier drüben. Hier, komm her. Hier drüben. Bist dabei? Komm ran. Super. Geile Nummer. Das finde ich witzig. Ich weiß zwar nicht genau exakt im Mundo wieso, aber ist schon mal okay. So, hier, komm her. Wo ist hier hin? Da, komm ran. Los. Oh, hat die Frau Geduld, ey. Ja, komm. Nein, nein, nein. Hey. Hier drüben. Hey. Hey. Hier, komm her. Hey. Komm her. Oder ist da noch eine andere? Hier drüben. Hier drüben. Ist mir egal, wer von euch sich da hinsetzt. Hauptsache einer. Ja, ja, ja. Sitzt doch überall jetzt jemand drauf, oder was? Hä? Und jetzt? Sitzen doch alle überall drauf, oder nicht? Oder habe ich jetzt irgendwas vertüdelt? 6 Throne. Habe ich irgendwas übersehen? Eigentlich müsste die Tür aufgehen. 6 Throne. Kann ich die da runterwerfen? Hier drüben. Hallo? Hier drüben. Hier drüben. Hey, hey. Hier drüben. Hier drüben. Ist es jetzt ein Fehler vom Spiel oder habe ich hier irgendwas nicht... Die Dinger sind angezündet. Aber was ist mit denen? Die sind zum Beispiel nicht angezündet. Aber... Nein, sag nicht, ich soll. Warte mal, bitte. Nee, okay, ich kann mich da auch nicht draufsetzen. Das wäre es jetzt noch gewesen, wenn ich mich da irgendwie noch blöd hätte draufsetzen müssen. Oder haben wir hier an den Seiten noch irgendwie was? Eigentlich nicht. Nee. So, get it. Erzähl's mir. Bitte. Hallo. Die Sachen sind an. Energie kann ich mir ja nicht holen. Hallo? Oder ist da unten auch noch irgendwas mit Thron? Nee, ne? Da ist nix. Ich weiß nicht, warum das nicht aufgeht. Müsste jetzt eigentlich aufgehen, meiner Meinung nach müsste das aufgehen. I don't know. I don't know. Please, baby, tell me how I can open the door. Da ist noch eine. Habe ich gesehen. Auch untypisch hierfür. Boah, so gut wie fertig. Mit dem Kack.
Ich würde mir gerne einen Tipp geben lassen. Was ich jetzt übersehe. Weil eigentlich übersehe ich nichts. Hi. Hier drüben. Oh, warte mal. Eine ist aufgestanden. Ich setze mich einfach mal hin. Mal sehen. Du darfst wieder hin. Setz dich. Läuft die mir jetzt hinterher? Warum läuft die mir hinterher? Was? Ich kann hier auch nichts benutzen irgendwie. Um die hier irgendwie anzuzünden. Wären halt auch nochmal 3 Stück, die angezündet werden sollen. Oh, und jetzt ist denen langweilig und die stehen alle wieder auf. Na? Wo ist der Trick? Wo ist der Trick? Ich würde das gerne machen, ohne euch hier irgendwie lange sitzen zu lassen. Hier drüben. Ich rufe einfach mal alle zusammen. Hier drüben. Hey, hier drüben. Hey, mal sehen, was passiert, wenn ich alle hole. Hier drüben. Hier drüben. Wollen wir mal ein bisschen durchdrehen. Hier drüben. Hier drüben. Hey, hier drüben. Hey, hey, hey. Hey. Hier drüben. Hier drüben. Junge. Hier drüben. Was ist der Trick? Hier drüben. Komm, erzähl mal. Was ist der Trick? Hier drüben. Sind ein paar geworden da. Ja. Ja. Schön. Hier drüben. Aber hier ist nichts. Hier gibt es keine Throne oder ähnliches. Hier drüben. Oder dass ich das Gefühl habe, dass es gleich wieder dunkel wird. Hey! Hier drüben. Hier drüben. Hey! Hier drüben. Hey! Hier drüben. Hier drüben. Ich weiß nicht, ich sammle einfach mal den ganzen Kack hier ein. Mal gucken, was passiert. Hey! Hier drüben. Also mit dem Kack meine ich quasi die Klone. Hier drüben. Hier drüben. Hey! Hey! Ich muss irgendwie ja noch diese anderen 6 Fackeln. Diese 3 pro Seite dann noch ankriegen. Hier drüben. Aber erzähl mir mal wie. Hey, hier drüben. Hey, hier drüben. Hey. Habt ihr jetzt doch keine Lust mehr? Hey, hier drüben. Hey. Es kann ja auch nicht sein, dass die sich gleichzeitig hinsetzen sollen, oder? Okay, 3 sind jetzt mittlerweile schon wieder aus. Hier drüben. Hier drüben. Aber auch nur, weil die das nicht verstanden hat, wie man sich so hinsetzt. Na? Hi. Guck mal, mittlerweile sieht die echt auch original aus. Die hatten vorhin immer noch mal so ein paar, ja, Narben im Gesicht und ähnliches. Jetzt sehen sie echt original aus, ne? Liebe Entwickler, ich habe einen Bug entdeckt. Oder gibt es eine gezielte Reihenfolge? Das wäre ja jetzt richtig Arsch. Das wäre ja so richtig Arsch. Wenn es hier eine gezielte Reihenfolge gibt, in welcher man da irgendwie... Also eine Kombination, dass man nicht auf allen sitzen darf. Vorne sind halt auch noch 3, weißt du? Das ist... Er gibt mir auch keinen Tipp, ne? Er gibt mir halt auch keinen Tipp. Hey! Hey! Oh, ja gut, liebe Leute. Ich weiß nicht weiter. Ich werde mal irgendwie ein bisschen hier rumprobieren und gucken, wie ich das hinkriege. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Vielen lieben Dank fürs Zusehen und dann winke, winke, ciao und tschüss. Gibt keine Ahnung.